So, nachdem wir gesehen haben, wie wir so ein Code-Snippet anpassen können, denke ich, ist es praktisch zu wissen, dass es auch noch weitere Möglichkeiten gibt, wie ihr relativ schnell zu schönen Daten visualisieren kommt. Ihr werdet jetzt als nächstes einige Möglichkeiten sehen, wie man mit C3.js, was man damit tun kann. Ich mache ein kleines Beispiel, wie C3.js konkret funktioniert. Dann gibt es noch NVD3.js. Und noch viele weitere D3JS-basierte Bibliotheken. Von dem her möchte ich euch jetzt zum Schluss noch kurz zeigen in diesem Video, wie welche anderen Varianten es gibt, D3-Visualisierungen zu machen, ohne dass man sehr viel Code schreiben muss. Wie ihr wisst, D3 hat eine riesen Auswahl an Snippets. Die findet man überall im Netz. Examples beispielsweise, auch hier nochmal eine sehr schöne Zusammenstellung von sehr vielen typischen Visualisierungen, wie ihr sie eins zu eins adaptieren könnt. Gleichzeitig aber eben, wie gesagt, ist es beim D3 auch immer ein gewisser Aufwand, sich da in ein bestimmtes Snippet einzuarbeiten. Und wenn ihr nicht ganz so anspruchsvoll seid und euch etwas eingrenzen könnt, dann gibt es die Möglichkeit, mit bestehenden Bibliotheken zu arbeiten. D3 ist in dem Sinn quasi als Basistechnologie zu verstehen. Und Bibliotheken jetzt wie beispielsweise C3.js, die können unterdessen schon sehr viel. Wenn man es mal anschaut, die Demo von C3 zeigt auf, welche Möglichkeiten es gibt, damit Daten, die mit D3 visualisiert werden, aber viel einfacher dann eingebunden werden können. Schauen wir uns doch mal schnell an, ein paar Beispiele nochmal. Was kann man mit C3 alles tun, also die ganz klassischen Linienvisualisierungen, wo in dem Sinn Daten als Linie dargestellt werden. Ihr seht hier unten schon, es braucht für C3 lediglich ein sehr wenige Befehle. Hier einerseits mal die Daten einzulesen, ist klar, und dann noch ein paar Einstellungen, wie entsprechend die Darstellung passieren soll. Das war es dann auch schon. Was auch sehr schön ist, sind eben die klassischen Bar-Charts, wenn ihr in einer Visualisierung was braucht. Und wenn dann mit dem Tooltip drüber geht, werden dann gleich auch die Daten dargestellt. Von dem her sehr praktisch. Wir haben das beispielsweise bei den Visualisierungen von einer Umfrage verwendet, dass wir dort zeigen, die einzelnen Umfragewerte können auch gar noch gefiltert werden. Und auch hier sieht man sehr schön die entsprechenden Visualisierungen angepasst mit C3, was sehr einfach geht. C3 hat noch weitere Darstellungsmöglichkeiten. Wir haben die ganzen Stacked Areas, die da dargestellt werden können, oder auch die Donut Charts, die beliebten, die man ja kennt. Und da ist das Tolle, man kann zum Beispiel hier Sachen einblenden und ausblenden. Und entsprechend werden dann die Zahlen auch wieder neu proportional dargestellt. Ja, schauen wir uns das mal an. Getting started, da zeigt es, wie das Ding konkret umgesetzt wird. Wir machen das mal also in einem Fenster auf und in dem anderen Fenster öffnen wir das Brackets. Da gehen wir doch mal rein in die Übung. Das erste, was man tun muss, man muss mal das ganze Ding runterladen. Also gehen wir da mal rein und laden die neueste Version runter, Source Code. Das war's dann auch schon. Wir öffnen dieses ZIP-File und können dann gleich mal alles rüberschmeißen. Voilà. Es sind zwar sehr viele Files, aber das Ganze ist sehr leichtgewichtig, von dem her nicht sehr schwierig. Wenn wir da im Brackets den Ordner richtig einstellen, hier sind wir dann beim Download, zeigt es auch schon an, was da konkret jetzt mit C3 alles gemacht werden kann. So, ich habe jetzt da noch ein bisschen aufgeräumt. Also wir haben jetzt hier diesen Ordner von C3, den wir da runtergeladen haben eben, und mehr nicht. Dann ist es wie im Getting Started, muss man als nächstes mal das Skript einbinden. Also wir erstellen hier eine neue Datei, die heißt dann beispielsweise Index, wie so üblich. Diese Datei
machen wir ganz klassisch. HTML auf zu und oben machen wir noch einen Header rein. Voilà. Und da in diesen Head kommen dann entsprechend diese Befehle, die wir da brauchen, um die Scripts einzubinden. Wie ihr wisst, müssen wir jetzt den Pfad noch anpassen, damit der Ordner etwas schöner aussieht, nennen wir den einfach mal C3. So. Und dann heißt der Ordner entsprechend auch hier C3 und dann C3 CSS. Dann wird noch D3 geladen und C3 den JavaScript, also hier oben war es CSS, hier ist das JavaScript. D3, das nehmen wir ganz einfach von der Daten, von dem Web. JS, so. Wir kopieren uns da den Quellcode rein, was man dann natürlich aufpassen muss, weil das ganze C3 basiert noch auf D3 Version 3, dass man da auch die D3 Version 3 einbindet. Gut, und dann eben noch wir das C3, den Ordner haben wir da angepasst, der ist wiederum lokal, den müssen wir nicht weiter angeben. Gut, das sollte mal soweit passen. Dann als zweiter Schritt haben wir eine erste Grafik, die wir da generieren wollen. Also öffnen, machen wir ein bisschen sauberen Code, damit wir da gute Vorbilder sind. Voilà. Und machen da noch einen Body Tag. Entsprechend kopieren wir jetzt einfach mal, was da steht. C3 generates a chart, also generiert diese Karte, wenn dieses Diagramm, wenn es generate aufführt. Also müssen wir mal zuerst ein Div haben, ein HTML-Element, wo die Karte hinkommt und dann entsprechend einen Befehl aufrufen. Und jetzt folgt das nächste JavaScript-Code, ziemlich einfach, schlichtweg nur Script und dann formatieren wir das noch ein bisschen. Voilà, kopieren dann mit generate Befehl. Hier passiert relativ simpel, wird eine Variable gesetzt, an das Objekt C3 generate wird ein C3 Objekt übergeben. Und dann wird noch gesagt, dass das Ganze die ID Chart übergeben wird und dann mit den entsprechenden Datenpunkten eine Linie gezeichnet. Schauen wir mal noch, ob das klappt mit der Live-Preview. Öffnen das Ding. Und siehe da, das funktioniert. Also so haben wir innerhalb von einer Minute eine sehr schöne, simple D3-Visualisierung mittels C3. Geschafft. Da haben wir auch entsprechend die Möglichkeit, die Punkte anzupassen, weitere Datenpunkte anzugeben oder eben dann von anderen Seiten, voilà, kommen dann die hohen Punkte rein. Und auch hier, wie gesagt, ganz viele Beispiele, wie ihr die Achsen noch anpassen könnt, entsprechend, oder wie ihr die Labels noch anpassen könnt, wie ihr die Chart-Types anpassen könnt und so weiter. Also wirklich riesen viele Möglichkeiten, die man mit eigentlich nur wenigen Klicks jeweils schon umsetzen kann. Voilà. Hier haben wir schon wieder eine neue Visualisierung mit noch ein paar Balken dazu. Also da sollte es wirklich keinem schwerfallen, eine schöne Visualisierung zu machen. Nach diesem kleinen Codebeispiel mit C3 schauen wir uns jetzt noch NVD3.js an. NVD3.js ist eine weitere JavaScript-Bibliothek, die basierend auf D3 Visualisierungen ermöglicht. Ihr findet das auf nvd3.org. Hier habt ihr nochmal mehr Möglichkeiten. Auch hier wiederum sehr schöne Beispielcodes, eine einfache Linie oder noch ein sehr schönes Scatter-Diagramm, auch hier wiederum mit einzelnen schönen Tooltips, die da angezeigt werden, oder ein Stacked Bar, diese Stacked Areas, oder einfach diese einzelnen Balkendiagramme wiederum,
gruppierte Darstellungen. Auch hier kann man einen ausschalten, welche Datensätze man angezeigt haben will, neu berechnet. Also man hat wirklich auch hier mit Handumdrehen ziemlich schöne Visualisierungen und da werden auch wieder die Proportionen dargestellt, entsprechend was man alles eben haben will und was nicht. Gut, jetzt als letzten Teil zeige ich euch noch eine Seite, wo ganz viele solche D3-basierte Bibliotheken angezeigt sind. Das ist auch nochmal eine sehr praktische Quelle, um zu schönen Visualisieren zu kommen. Ihr könnt entweder einfach suchen, D3-based Libraries, und findet dann diverse Hinweise oder eben quasi diese Seite von diesem Mike McDermott, und der hat eine ganze Zusammenstellung gemacht von JavaScript-Bibliotheken, die mehr oder weniger kompliziert dann auf D3 aufbauen. Da einfach diese Parallel Coordinates sieht sicher toll aus oder Möglichkeiten, um eben auch sehr farbige, fröhliche Darstellungen zu machen. Code Flower. Ja, hier eben die Möglichkeit, auch diese Sachen rumzuziehen und dann entsprechend gewisse Physik spielen zu lassen. Hier wirbelt es nur so richtig rum. Auch hier wiederum mit verschiedenen Codebeispielen relativ einfach, diese Darstellungen auch dann mit den eigenen Daten umzusetzen. Eine riesen Liste. Schaut euch mal an, was es alles da gibt. Von dem her wünsche ich euch viel Spaß bei euren Datenvisualisierungen.